Breaking News. Als rationaler Atheist glaubt man nicht an Zufälle, aber Wunder können immer noch geschehen. Die Grabtheorie ist kollabiert. Die große Pyramide wurde datiert. Und das Ergebnis ist für die Lehrmeinung ein Schock. Das Monument, die Cheops-Pyramide, existierte bereits 500 Jahre vor der Geburt Cheops. Und somit ist der große Dodekaeder, die Pyramide, kein ägyptisches Grabmal, sondern ein astronomischer Tempel. In einem der drei Räume hat man hinter einer Steinwand einen Schacht gefunden. Als man ihn öffnete, kamen drei Artefakte zum Vorschein. Einen Haken, einen Ball und ein Stück Holz. Das Stück Holz hätte man heute durch die Radiokarbonmethode datieren können. Aber es galt als verloren. Bis heute. Am 16. Dezember 2020 gab eine Archäologin bekannt, dass diese Holzstücke wiederentdeckt wurden. Und die Datierung dieses Holzstücks ergab ein Alter von 5000 Jahren. Und sogar Cheops selbst erwähnt den Sphinx und die große Pyramide in der Inventory-Stele. Also mussten beide Monumente bereits existiert haben. Jetzt müssen wir anfangen, das zu erforschen, was wir wissen, und nicht das erforschen, was wir glauben zu wissen. Und bevor das Internet von wirren Theorien überflutet wird, gibt Sir Isaac Newton den besten Hinweis, was die Pyramide einst darstellte. Denn Newton zeigte großes Interesse in der Abmessung der Pyramide, denn für ihn war schon damals kein Grabmal. Denn Newton erkannte, dass die Pyramide und Solomons Tempel etwas mit der biblischen Offenbarung zu tun hatte. Deshalb war er auch kein Spinner, wenn er in biblischen Mythen und Legenden nach Hinweisen suchte. Newton war überzeugt, dass unsere antiken Vorfahren wussten, wie man den Planeten Erde vermisst. Und genau das werde ich auf diesem Kanal beweisen. Denn Newton hatte recht.